Gott. Oh, grüß Gott. Grüß dich. Servus. Servus. Servus, wie du sein dürfen. Wie lange gibt es den Tischenhof schon? Seit 1947. Und 1988 sind wir dann ins neue Gasthaus überzogen, haben wir da neu gebaut. Und da sind wir jetzt 22 Jahre herunten. Habt ihr das im alten Haus auch schon Beherbergung gehabt? Ja, haben wir auch schon gehabt. Grazer, Wiener, hauptsächlich Wiener und ein paar Deutsche. Wie haben da vorher die Zimmer ausgeschaut? Ohne Fließwasser, nur mit Uferl, Zimmeruferl. Es ist nur mit Holz geheizt worden. Und ja, die Leute, wir haben oben Vollpension gehabt. Und ja, sehr bescheiden halt. Das beim Essen und bei allen, das war nicht so wie da. Also, dass man immer jeden Tag Wurst und Käse, das hat es damals oben nicht erlitten. Das war nur Sonntag Wurst und Käse zum Frühstück und ein Kuchen. Aber sonst war es sehr nett mit den Leuten eigentlich. Und beim Essen, das waren halt so viele Hausmannskosten, gell? Also gefüllte Paprika und Wurstnudeln und was soll ich noch alles sagen? Es hat schon Fleisch auch gegeben, aber halt so bescheiden. Leberkäse und Wurstschüsseln. Wurstschüsseln, ja, alles so Sachen halt. Und Fleischlorbeln und falsche Forelle. Weiß nicht mehr, was das ist, gell? Weißt das du? Ja, kennst du. Ja, das hat es auch gegeben und ja, aber halt Vollpension. Auf die Nacht hat es dann meistens halt nur mehr kalt oder Kleinigkeiten gegeben. Mit welchen Lebensmitteln habt ihr da vorher gekocht und wo habt ihr die hergekriegt? Eigentlich viel eigene Sachen. Wir haben alles angebaut, einen großen Gemüsegarten. Erdäpfel baut, Milch, Kühe haben wir gehabt. Also es ist viel Eigenprodukt gewesen. Auch das Fleisch, was wir, haben wir Schweineln gehabt. Eigentlich von, das meiste von eigenen Produkten. Mit welchen Konservierungsmethoden habt ihr vorher die Lebensmittel erhalten? Gesöcht ist worden. Wie ich schon gesagt, die Eier haben wir in Kalch eingelegt, dass sie gehalten haben. Kraut selber eingeschabt. Also es ist alles wirklich selber. Ja, und ganz, ganz früher haben sie es mit das Fleisch in Dosen konserviert, aber da, die Geschichte ist schon so lange her, dass ich die nicht mehr weiß eigentlich. Aber wie ich da war, sind die Eier noch so in Kalch eingelegt worden, dass sie gehalten haben und ja. Wie ich sage, alles einfach von eigenen Garten bescheiden. Erdäpfel eingeschlagen in den Keller, in die Erden und alles so Sachen, was man halt so einschlagen kann. Haben Sie vorher mithelfen müssen, wenn Sie noch klein waren als Kind? Ja, wir haben fest mithelfen müssen. Also alles, die ganze Arbeit, was in der Landwirtschaft anfällt, Stall geht, früher fahren, dann Erdäpfel graben, Heuernte sowieso. Obst. Und Äpfel klauben. Beim Schnapsbrenner haben wir teilweise, hat es in der Schule früher einen Ernteurlaub gegeben. Ich glaube, das waren um die 6 Wochen. Da haben die Landwirte, die Bauernkinder freigekriegt von der Schule und dass wir daheim mithelfen haben können. Und da waren wir immer fleißig und fleißig. Ja. Es waren ja alles Handarbeiten. Früher hast du ja keine Maschine gehabt. Ja. So hast du in die Gasthäuser auch ab und zu mitgeholfen? Ja, und sehr. Ja, freilich. Ja, sicher. Zuerst einmal abwaschen. Und dann halt ein bisschen beim Herd ein bisschen mithelfen. Mitgekocht auch. Es waren ja 6 Kinder. Mhm. Und die Leute, also, haben alle zusammen helfen müssen. Und nach dem Schulabschluss auf den Heu Kochlehre angefangen. Und dann bin ich immer beim Herd dabei gestanden, ja. Und heute auch noch. Ist eher der Stammhalter, was da übernommen hat. Was war früher Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, ja, das waren sind die Fleischkrapfen. Früher so und heute auch noch. Also rockene Krapfen, gefüllt, also mit Gesöchten und Bratl. Und im heißen Fett ausgebacken, mit Badelkraut dazu und Erdäpfel. Das ist ganz was Tolles. Ist ein Traditionsessen, ist immer am Fastmittwoch, ist das der Brauch. Also das heißt, die Faschingtag, ein bisschen eine fettere, deftige Unterlage.
dass man über die Faschingtag mit Alkohol dann gut umkommt. Was für einheimische Kost mögen die Gäste besonders gern? Die Fleischkopfen, dann die Knödel, die Rollerknödel haben sie immer nach wie vor gern. Die Bratwurst, das blieb nach wie vor. Was noch? Die Steirerkropfen. Steirerkropfen, dann sicher. Die steirischen Kasnecken. Ja, das ist alles blieb. Was früher oben auch Tradition war, ist jetzt auch Tradition. Wie hat so Essen vorher unter der Woche ausgeschaut und Feiertag und Sonntags? Also, unter der Woche war es ein bisschen bescheiden, wie wir schon gesagt haben. Es hat einen Leberkäse gegeben, es hat ein Faschiertes gegeben, für die Paprika hat es gegeben, Kropfen, Steirerkropfen. Und ja, einfach bescheiden. Und Sonntag hat sicher, es hat auch unter der Woche einmal ein Händel gegeben oder so, aber Sonntag hat es immer entweder einen Schweinsbraten oder einen Schnitzel. Also Sonntag war so eine Art der Festmahl. Sind die Leute anspruchsvoller geworden? Schon. Automatisch. Beim Essen, ja, ja, sicher. Essen gern Kasnäckchen und Kopfen, wie wir gesagt haben, aber wir heute gibt es ja da so Schweinsmedaillons oder Bayerischschnitte oder haben, Steak. Ja. Das haben sie schon ganz gern. Wir haben jetzt und alles in der Speisekarte. Also sie sind schon verwöhnt, muss ich sagen, gegen früher einfach. Aber das ist, bringt die Zeit mit sich, glaube ich. So, jetzt waren wir bei der Familie Wieser. So, jetzt waren wir beim Gasthaus Diesenhof. Familie Wieser. Scheinwas. So, jetzt waren wir beim Gasthaus Diesenhof. Bei der Familie Wieser. Scheinwas. Na, mei. So, jetzt waren wir beim Gasthaus Diesenhof. Familie Wieser. Interessant war's, lustig war's und pfiat euch.